dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Beste ist eine Zunge, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, ein Herz, der dankbar ist, und eine gute Ehefrau, die die Person in Iman unterstützt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hier, barakallahu fikum, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich erklärt, was in Dunya, was in diesem diesseitigen Leben Schatz ist und was teuer ist und was am besten ist. Wenn du Allah erwähnst und dein Herz ist ruhig und denkt an Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn du eine gute Frau hast, die dir hilft, indem du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, dann hast du alles in dieser Dunya.